Morgen lacht die Sonne um die Wette mit dem Glück. Und man sieht das volle Wort in die Hand zum Glück. In Bol war die erste Grundschule, die in Ungarn den zweisprachigen Unterricht einführte. Die Lehrkräfte der Einrichtung versuchen die Kinder im Unterricht und bei außerschulischen Aktivitäten mit deutschen Traditionen vertraut zu machen. Aber nicht nur im Volkskundenunterricht setzen sie sich mit der Vergangenheit auseinander, sondern die Schüler nehmen auch an deutschen Wettbewerben teil. Das Oktoberfest fand dieses Jahr zum ersten Mal in der Grundschule Bol statt. Eine schwäbische Plätzchenmesse und gute Stimmung erwartete die Gemeinschaft der zweisprachigen Einrichtung beim geselligen Traditionsprogramm. Das deutschsprachige Programm wurde von Schülern der 6. und 8. Klasse auf dem Schulhof durchgeführt. Ich bin neu hier an der Boler Grundschule. Seit September unterrichte ich hier deutsche Tänze und ungarndeutsche Tänze an der Oberstufe. Meine Aufgabe war eigentlich, das Tanzen bei den Kindern beliebter zu machen. Und dann habe ich gedacht, mit einem Fest, wo die anderen Kinder auch, die Größeren, sehen, wie sie tanzen, wie sie sich dabei gut fühlen, vielleicht auch dann gute Laune bekommen und vielleicht auch dann gerne mittanzen. Eigentlich ist es in der Boler Grundschule schon eine Tradition, Musik zu spielen. Tanzen war hier nicht so beliebt, aber Musik zu spielen, hier gibt es ja auch eine Musikschule, es gehört zu den Alltagen. Aber ich denke, die Kinder haben es sehr gut angenommen. Sie haben gerne mitgemacht, sie haben gelacht und sie waren alle froh. Dieses Fest möchten wir auch nächstes Jahr ein bisschen größer machen mit Zelt. Das war nur eine Probe, wie es den Kindern gefällt. Aber zu unseren Plänen gehören auch ungarndeutsche Feste und die ungarndeutsche Tracht ein bisschen den Kindern näher zu bringen. Ich denke, das gehört nicht zur Volkszählung, das sollte eigentlich zu den Alltag gehören. Das braucht man jeden Tag, nicht nur in dieser Zeit, sondern jeden Tag. Da muss man so aufwachen und auch sich so in dem Bett legen, dass man sich als Ungarndeutscher, ein stolzer Ungarndeutscher fühlt. Die Schüler lernen gerne die Traditionen, Lebensweise und Kultur der Deutschen in Ungarn kennen. Viele Menschen bringen schwäbische Traditionen von zu Hause mit. Ich glaube, das ist ein gutes etwas, weil die Kinder können, wie war früher. Wir müssen tanzen, aber ich glaube, wir mögen den Tanz. Das ist mein Dirndl. Und die Tanzgruppe haben auch Dirndl. Meine Mutters Familie ist aus Deutschland und meine Opa spricht Schwäbisch. Ich tanze den Trach meiner Oma. Sie hat auch getanzt. Ich selbst spiele auch Musik. Ich mag tanzen und die Tanzen und Musik ist sehr gut. Ich nehme oft an deutschen Rezitationswettbewerben teil. So habe ich Erfahrung an der Bühne. Es war heute super. Mit gemeinsamen Singen und Tanzen endete das Oktoberfest.